Willkommen bei Friseur Basics. Mein Name ist immer noch Michael Wiest und im heutigen Video oder im jetzigen Video möchte ich euch erklären, mit welchem Werkzeug ich arbeite, weil da haben ganz viele aus der Community dann gefragt, mit welchem Werkzeug ich arbeite. Ich gucke immer drauf, dass mein Werkzeug funktioniert und einigermaßen preiswert ist, weil es ist ein Werkzeug. Das sind auch alles Affiliate-Links unten in der Beschreibung. Also, ich weiß nicht, muss man jetzt da hinschreiben, Werbevideo oder so. Aber auf jeden Fall viel Spaß beim Gucken. Mein Werkzeug kommt jetzt. Also, was ist denn das wichtigste Werkzeug für uns Friseure? Da würde ich jetzt einmal sagen, das sind nämlich hier diese zwei Dinger, nennt man Hände. Ja, die muss man gut unter Kontrolle haben. Man sollte auch aufpassen im Winter, Handschuhe anziehen. Ja, weil draußen die kalte Luft, die trockene kalte Luft macht dann die Hände spröde, gerade wenn man dann auch öfters Haare waschen tut. Und um die Hände zu pflegen, gibt es dann eine Handcreme, die berühmte blaue, aber alle anderen Handcremes gehen auch. Ja, und wenn man sich dann einmal schneidet, dann brauchen wir das hier, ein Pflaster, Stoff, Gewebe, damit das wie unsere Kunden nicht vollsaftet mit unserem Blut. Nicht so sexy. Also Pflaster drauf. Dann brauchen wir ja auch noch unsere Kunden. Wie packen wir unsere Kunden ein? Also dann brauchen wir hier so eine Halskrause. Die kommt hier um den Hals rum. Um die Halskrause kommt dann hier ein Umhang rum. So, jawohl, mein Logo. Und für uns selbst, ich selber beim Schneider ziehe seit längerem echt total gerne einfach so eine Schürze an. Das ist wie so eine Kochschürze. Dann, gerade wenn man viele Männer schneidet und kurze Haare hat, diese Haare, wenn die alle hier auf dem Pullover und auf dem T-Shirt und auf dem Hemd sind, das juckt und ist unerträglich irgendwann, wenn alle T-Shirts voller Haare sind. Für mich eine Schürze. So, dann fangen wir mal an mit Haare abschneiden. Da braucht man dann natürlich dazu eine Schere. Ja, ist jetzt eine ganz normale Haarschneideschere. Dann brauchen wir noch eine Modellierschere. Das ist eine Modellierschere, die ist oben gezackt und unten nicht. Oder bei der Evelierschere sind beide Scherenblätter gezahnt und dann nimmt man noch weniger Haare raus. Also mit dem tut man slicen und sauber abschneiden, schöne gerade Schnittlinie und damit tut man dann die Haare ausdünnen, ne, weil man einfach nicht alle Haare abschneidet. Dann können wir die Haare auch abschneiden oder so ausdünner ausrasieren mit dem Messerschneider. Das ist ja ganz normale Rasierklinge mit Wechselklingen. Dass es schön hygienisch ist. So, da habe ich hier eine Panasonic ER1611. Panasonic for Professionals. Ja. Yeah. Ich weiß gar nicht mehr, was er gekostet hat, aber ich finde sie ziemlich geil. Die großen Haarschneidemaschinen kostet alle zwischen 150 und 250 Euro. Ich bin da bis jetzt mit der fahre ich echt gut. Habe schon andere ausprobiert, habe früher mit der Vella gearbeitet. Noch die anderen Aufsätze, so Doppelaufsätze. Und da finde ich das jetzt auch ganz cool. Die halten jetzt auch schon ein Jahr. So, dann gibt es das auch noch mit 6 und 9 mm. Und nochmal ein bisschen längeres mit 12 und 16. Aber damit arbeite ich fast nie, weil ich finde es nicht sauber ab 12 mm. So, entweder schneide ich es 9 oder mit der Hand oder mit dem Finger. Aber das ist Geschmackssache. Jawohl, dann gibt es noch einen Kurzhaartrimmer. Das ist dann dieses geile Teil. Habe ich jetzt gerade erst auf Amazon gekauft, weil mal so zum Austesten. Kostet 30 Euro. Ich habe schon viele von diesen Kurzhaarschneidern, diesen Konturenmaschinen gekauft. Bin eigentlich immer so Preise um die 100 Euro gewohnt. Und dann muss ich jetzt echt zugeben, habe ich gedacht, das ist so billig. Das kann nur ein Scheiß sein. Ganz im Ernst, bis jetzt bin ich wirklich begeistert. Ich habe es jetzt 2-3 Wochen
Das Ding hat ordentlich Power, das liegt auch ganz gut in der Hand. Es ist Metall, Messing, Bronze, was ist das? Auf jeden Fall richtig schön stabil gebaut. Ich habe schon welche gekauft für 150, war total das Plastikgraffel, ich konnte es wegschmeißen. Für unsere Haarschneidemaschinen und für unsere Scheren, wo man arbeitet, die braucht halt auch ab und zu mal ein bisschen Öl, weil ohne Öl war die sehr schnell stumpf und laufe da furchtbar heiß und irgendwann so eine Haarschneidemaschine, die macht irgendwann mal einen sehr hohen Ton. Wenn die wirklich so richtig laut so in einem hohen Ton schreit, hier, ich benutze Ballistolöl, das ist auch billig, gibt es für 3,50 Euro im Baumarkt. Und dann schön oben einsprühe, hier oben drauf, bisschen in den zwischen die Scherenblätter rein und dann läuft es wieder. Genau, damit kann man auch super die Haarschneideschere auch ölen. Um sauber die Haare hochzukämmen, brauchen wir auch Kämme. Ja, da gibt es einmal solche eine Schneidekämme mit einer feinen Seite und einer etwas groberen Seite. Die benehme ich ganz gerne bei Haare bis mittellang. Und einmal einen etwas gröberen Kamm, der ist jetzt zum Beispiel aus Carbon, dann kriegt er nicht so schnell Karies, die sind recht stabil. Auch ganz guter Kamm für lange Haare, ne? Umso länger und umso dicker die Haare, umso kräftiger muss euer Kamm sein. Ja, um die Haare abzuteilen und alles aufzuräumen auf dem Kopf, brauchen wir, gibt es dann hier so Abteilklammern, da gibt es auch verschiedene Arten. Gibt es so Greifdinge oder so. Ihr müsst halt dann später einfach einmal die Haare irgendwo aufräumen. Ihr habt eure Einteilungen und Abteilungen auf dem Kopf und dass das nicht alles durcheinander fällt. Klammern. Dann brauchen wir einen Pinsel, um die Haare von den Kunden wegzumachen. Und vom Umhang und so ein bisschen rumstreichler. Niemand hat gerne die Haare überall. Ich tue auch total oft und gerne nach dem Haareschneider, gerade bei Männern, auch nochmal kurz durchspüle oder nochmal kurz durchschamponiere die Haare, sind die Haare auch weg. Einfach geil, wenn das nicht irgendwo so rein bröselt den ganzen Tag. So. So, und jetzt noch ein kleiner Tipp für das Sommer. Wenn die Haare auf der Haut klebert vom Schweiß, das geht jetzt halt nur, wenn die Haut leicht feucht ist, wenn sie wirklich total nass geschwitzt ist, geht es nicht mehr. Aber wenn die Haare wegen ein bisschen Feuchtigkeit auf der Haut klebert, kann man das super mit Babypuder wegmachen. Ja, so zapp, zerab, sehr schön, Haare weg, saubere Sache. Kurz zurück zum Rasiermesser. Man kann ja mit einem Rasiermesser nicht nur die Haare einen Messerschnitt machen, nein, man kann den Bart auch rasieren. Zum Bartrasierer brauchen wir unbedingt ein Rasiercreme. Und das ist die Palmolive für 99 Cent aus dem Drogeriemarkt. Ich halte nichts. Also man kann das gerne machen, so teure Produkte, aber eigentlich, warum soll ich etwas für 30 Euro kaufen, wenn ich so Dings für einen Euro kriege? Also ich bin irgendwie, denke mir, billig, solange es muss funktionieren und es muss billig sein, weil ich habe ein Geschäft. Da geht viel durch und weiß ich nicht, das ist persönliche Meinung. Billig und funktioniere. So, jawohl, dann haben wir noch einen Rasierpinsel, um nämlich den Rasierschaum auch schön einzuarbeiten. Und nach dem Rasierer brauchen wir ein Aftershave, dass die Haut dann auch wieder sauber wird. Bevor wir es jetzt noch vergessen, gibt es noch ein Werkzeug, was ich persönlich auch noch echt gerne benutze, weil bei meinen Männern die Haare in den Ohren. Wie machen wir denn die am besten weg? So, da kann man natürlich hier mit der Maschine reinfahren. Oder wir gehen mit einfach einem Feuerzeug da dann hier kurz über die Ohren drüber. Nehmt ihr Feuerzeug mit hier so einem, mit dem Elektro-Klicker. Einmal so zack, zack. So, das möchte ich euch kurz zeigen. Zwar lasse ich da dann erstmal kurz Gas rein und dann zünde ich an. Also erstmal kurz Gas rein, die Ohrmuschel mit Gasfüller und dann zack die Flamme hinterher. Das wuppt einmal weg und ist super sauber.
Dann haben wir noch zu guter Letzt, wo gehört Augenbrauenzupfen hin? Naja, ich weiß nicht. Ich denke, Haare abschneiden, rausreißen, das kommt jetzt auch noch hierher. Und zwar, wenn ich meine Kunden bediene, ist das auch ein sehr treuer Begleiter, eine Pinzette, Augenbrauerzupfer, hier die Haare in der Mitte rausmachen. Oder weiß ich auch nicht, manchmal wachsen denen Leute irgendwo ganz abenteuerlich einzelne lange Haare raus. Pinzette brauchen wir auch noch. Haare werden nicht trocken geschnitten. Also man kann Haare trocken schneiden, aber am liebsten und am saubersten sieht es immer aus, wenn man zuerst nass schneidet und dann im Trockenen nochmal drüber kontrolliert. Trockener Schneider ist nicht die optimale Lösung. Man kann super im Trockenen die Haare kontrollieren, aber schneiden an und für sich tun wir ja am liebsten im gewaschenen Zustand. Und während dem Schneiden trocknen manche Haare weg, dann gibt es hier so Wasserspritzer. Jawohl, hervorragend. Kann man im Sommer auch schön Umfug machen und schön den Strahl einstellen und natürlich niemanden Nassspritzer. Und was ich noch ganz gerne benutze, das ist ein Wasser-Color-Conditioner-Mischung. Ja, weil damit mache ich die Haare schön weich. Und wenn ich dann zum Beispiel bei meinen Männern dann die Haare im Nacken ausrasiere und man fährt dann mit der Klinge über die trockene Haut drüber, ah, das tut weh. Wenn man da dann wirklich einmal ganz kurz hier mit dem Zeug einsprüht, dann geht das schön drüber und man kann da auch sauber abrasieren. So die Haare im Nacken mit dem Handtuch abnehmen, fertig ist der Nacken sauber, glatt rasiert, pft, pft, drüber und fertig. Kunde hat ein geiles Feeling. Und was ich an diesem Conditioner auch noch echt faszinierend finde, manchmal, also eigentlich geht der mir nie aus, weil das ist so ein Fetisch, ich brauche diesen Spray zum Haareschneider. Wenn ich den jetzt aber mal nicht benutze oder meine Kunden sind bei meinen Kolleginnen und bei anderen Friseure, dann sage die tatsächlich, weißt du, Michi, der hat am Anfang nicht diesen duftenden Spray genommen. Und es war irgendwie anders. Weil, wenn man da oben drüber geht, ja, dann duftet das erst einmal, ja. Das ist ein Branding, das ist euer Haarschnitt oder ein sauberer, oder euer Haarschnitt, eure Dienstleistung verbindet sich mit dem Geruch. Und das ist, unser Gehirn kann man ja furchtbar gut programmieren. Und tatsächlich funktioniert es sehr gut mit Gerüchen. Macht man ja auch in den großen Shops. Und, also, ja, kostet nichts und ist irgendwie so ein Wiedererkennungsmerkmal. Und wenn wir unsere Kunden geschnitten haben und die wollen das sehen, braucht man auch einen Spiegel. Jawohl, so kann man das dann schön zeigen, gell? Darf ich es Ihnen mal richtig schön von hinten zeigen? Wenn Sie dann einverstanden sind mit dem Schnitt, den wir da gemacht haben, im Optimalfall können wir sie trocken föhnen und dazu benutzt man einen Föhn. Aber ich glaube, das kennt jeder. Ja. So, dann gibt es auch noch so einen alten Barbestuhl. Jawohl, den habe ich mir mal gekauft. Das ist ein restaurierter Stuhl, der ist 100 Jahre alt und ich finde den einfach ziemlich geil. Da kann man hier die Leute kippen und mit der anderen Hand dann hier den Hebel nach vorne machen und dann ist der fixiert. Und dann ja, passt es, ne? Dann kann man den auch schön drehen. Jawohl. Also der ist dann schön justierbar. Das Einzige, was mich so geil der auch aussieht, aber man kann nicht die Höhe verstellen. Das nervt mich ein bisschen, weil das ist halt leider keine pneumatische Pumpe unten dran. Aber er sieht geil aus. Setzen wir unsere Kunden natürlich auf Haarschneidestühle. Die kann man auch drehen. Davor ist ein Spiegel. Und die haben dann alle so Pumpen unten dran. Jawohl, dass man die Kunden hoch und runter pumpen kann. Dass wir Friseure gut stehen können und nicht unseren Rücken kaputt machen, dass wir immer so schneiden. Was dann auch noch wichtiges Schneidewerkzeug ist,
Und für uns zum Hinsitzen so kleine Hocke. Die haben dann auch immer hier so einen Hebel, da geht es einmal rauf. Und wenn man drauf sitzt und hier zieht, dann geht der wieder runter. Auch sehr gut, Schneidehocke. Wunderbar, vielen Dank fürs Schauen bis hierher, dass ihr durchgehalten habt. Wenn ihr ganz coole Werkzeuge habt, mit denen ihr gerne arbeitet, die ihr empfehlen wollt, könnt ihr es ja mal gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Bin auch neugierig, was ihr benutzt. Alles klar, danke, ciao.